Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus unserem Fully Modded Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution. Beim letzten Mal haben wir im Livestream gemeinsam so ein bisschen weitergebaut und jetzt geht das Ganze wieder ganz normal im Videoformat weiter, bis wir den Park dann fertiggestellt haben. Wir haben uns eigentlich relativ viel im Livestream mit meiner eigenen Mod so ein bisschen auseinandergesetzt und so ein paar Besuchereinrichtungen gebaut. Hier seht ihr schon Mülleimer, Hecken, Bänke. Und so einen Zaun haben wir noch, den sehe ich gerade leider gar nicht. Aber ihr seht schon, man kann da schon einiges mit bauen. Und ich habe das auch mittlerweile so eingefügt, dass man die hier auch wirklich sieht. Die Namen sind leider noch nicht geändert. Hier steht noch Ostdock Wegweiser. Aber man kann ja ganz gut an dem Bild erkennen, was man da platziert. Das hier ist übrigens der Zaun. Mal ganz kurz hier für euch platzieren, damit ihr den seht. So sieht der Zaun aus. Die Mod ist natürlich auch für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr da auf jeden Fall abchecken. Und selber ausprobieren, macht relativ viel Spaß, ist nur beim Entfernen manchmal teilweise etwas schwierig, wie ihr seht. Jetzt kriege ich den Zaun hier nicht mehr weg. Da, okay, es geht. Perfekt, muss man halt immer so ein bisschen rumprobieren, ausprobieren. Hier vorne hatten wir schon mal so ein bisschen die Wegführung gemacht, das gefällt mir auch schon ganz gut. Hier ist so ein Turm, der dann auf unser Fleischfressergehege blickt. Das ist natürlich auch noch kahl, das ist noch nicht gestaltet. Hier haben wir so ein paar Läden, das ist auch noch nicht alles fertig, hier sind nur die Ansätze. Hier steht zum Beispiel schon der Zaun, hier steht eine Hecke und ja, hier vorne hatten wir uns schon so ein bisschen ausgetobt. Da sieht das schon ein bisschen fertiger aus. Da haben wir hier das gesamte Geschäft umzäunt und so ein bisschen interessanter gestaltet. Also mit den Hecken und Zäunen kann man schon relativ viel anfangen, das ist ganz cool. Und wir haben natürlich das Gehege, also die Grundform von diesem Gehege hier fertig gebaut mit dem Zaun. Und den Wegen drumherum, beziehungsweise das mit den Wegen hatten wir ja schon beim letzten Mal fertig. Aber wir haben uns auch im Livestream darauf geeinigt, dass das hier ein großes Pflanzenfressergehege werden soll und nicht mehrere kleine. Finde ich eine coole Idee oder eine coole Entscheidung von euch. Wir haben auch schon die ersten Dinos dafür freigelassen, fällt mir gerade mal ein. Nämlich haben wir hier, was war denn das nochmal? Titano? Argentinosaurus. So, mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Das sind zwei Argentinosaurus mit diesen riesigen Hälsen, sind für den Dreadnoctus ins Spiel gekommen. Einmal Laura und Blusucho, weil die hatten an dem Tag, wo ich gelivestreamt habe, Geburtstag. Und wir hatten noch so Uranus ausprobiert, die auch ganz cool aussehen. Allerdings funktioniert da nur ein Skin und ich bin da ein bisschen unzufrieden mit. Ich glaube, die werde ich wieder verschwinden lassen und dafür andere Pflanzenfresser später auswählen. Aber die sollen jetzt mal in Ruhe hier grasen, denn wir wollen jetzt hier anfangen. In dem Gehege so ein bisschen zu bauen und das Ganze zu gestalten. Und was dabei natürlich sehr wichtig ist, ist der Streckenverlauf von dieser Jurassic Tour. Die soll nämlich später richtig cool aussehen und auch spannend gestaltet sein. Das ist zumindest der Plan und das Ziel. Ich werde die wahrscheinlich einmal hier so ungefähr im Kreis führen. Dann kommt hier... Ich habe schon so eine ungefähre Vorstellung. Also hier wird dann so ein Wasserbereich reinkommen, wo dann die Pflanzenfresser gezwungen sind, hier auch hinzugehen, damit die Besucher die auch vernünftig zu Gesicht bekommen. Haben wir hier einmal so rum und dann hier hinten am Rand entlang an der Küste bis hier vorne. Das hier werde ich vielleicht auch nochmal ganz leicht abändern, aber das schauen wir dann. Und dann geht es natürlich hier noch ins Fleischfressergehege, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Gestaltung von diesem großen Pflanzenfressergehege. Ich möchte hier gerne einen Berg hinbauen. Hier so, schräg am besten. Glaube ich, so von der Positionierung dann am besten für uns, wenn das hier schräg ist. Ja, das sieht gut aus, von der Höhe. Weil hier möchte ich versuchen, einen interessanten Berg drauf zu bauen. Einen, den wir so auch noch nicht hatten. Müssen wir mal eben schauen. Diesen Felsen mache ich das wahrscheinlich. Dann auch versuchen mit Höhenunterschieden und. Ich stelle es mir zumindest ziemlich cool vor, ob es dann im Endeffekt auch so cool werden wird. Das kann ich natürlich nicht versprechen. Aber ich gebe mein Bestes, dass wir hier wirklich was Interessantes hinbekommen. Das ist ja auch so das Hauptproblem von Jurassic World Evolution, dass alles gleich aussieht. Und genau das versuche ich natürlich in unserem Fully Modded Parkbauprojekt hinzubekommen, dass es nicht so ist. Das ist so das Hauptziel von diesem Parkbauprojekt. Deswegen benutze ich ganz viele Mods, damit das Spiel halt komplett anders ist. Und mache auch meine eigenen Mods. Werde die auch noch weiterentwickeln, die Deko-Mod. Weil ich glaube, ich bin so der einzige
Modder, der sich wirklich um Deko-Sachen kümmert. Die anderen machen immer irgendwie mehr Dinosaurier und so. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde Mods wirklich essentiell und wichtig. Und deshalb werde ich da weiter dran arbeiten und auch hoffen, dass vielleicht irgendwann auch der ein oder andere auch noch mit Mod, also mit Deko-Mods anfängt. So, was habe ich denn gerade geredet? Ich glaube, das hat gar keinen Sinn ergeben. Der Gehirnaussetzer war wieder am Start. Da kann man nichts machen. Okay, das wäre irgendwie cool, wenn hier noch so ein Ding inzwischen könnte. Ich glaube, den muss ich erst platzieren. Wäre ziemlich cool. Wie rum ist der jetzt? Mach mal auf hier, die Luke. Okay, das ist perfekt. Und jetzt machen wir nochmal den Felsen. Nur noch ein Stück runter. Ich habe das manchmal wirklich so, dass ich irgendwie rede und dann während des Satzes oder während der Sache, die ich anspreche, schon vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte. Total witzig. Das Problem haben öfters Leute. Gerade wenn man so konzentriert ist nebenbei. Ich glaube, das nennt man nicht multitaskingfähig sein. Es gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Also ich habe da eine Vorstellung, wie ich das gerne hätte. Wie ist denn das so? Weil ich möchte gerne die Felsen natürlich kombinieren, so dass die ineinander gehen, damit die aussehen wie ein bisschen so ein großer zusammenhängender Felsen. Damit wir nicht immer diese Standardfelsen haben. Aber ich will hier gerne noch so eine... Oh ja, so ist gut. So eine Futterstelle zwischen haben. Wenn dann der Felsverlauf dadurch so ein bisschen anders ist, das macht rein gar nichts. Gefällt mir schon echt ziemlich gut. Ich hoffe, das passt hier später, dass da auch noch die Tour und so durchkommt. Ich glaube, ich habe das alles ein wenig zu weit rüber gemacht, weil das wird ganz schön eng werden hier. Schauen wir doch mal kurz. Schön an so einem Videoformat, also wenn man das im Video macht, dann kann ich auch mal Sachen für euch rausschneiden. Wenn ich zum Beispiel gleich unzufrieden bin hiermit. Ja, das wird hier ein bisschen zu eng. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Da muss ich, glaube ich, nochmal kurz das Ganze ein bisschen rüberschieben. Ich habe das Ganze jetzt nochmal ein Stückchen hier nach links rübergeschoben. Und jetzt haben wir hier auch gleich noch mehr Platz, mit der Strecke dann entlang zu fahren. Und ich habe auch hier schon das Gelände so ein bisschen mehr Richtung Berg geformt. Aber da sollen noch weitere Felsen hin, um das Ganze noch spannender zu gestalten. Nämlich hier so nach unten wären Felsen. Oh, das geht. Das ist ja perfekt. Das ist richtig perfekt. Passen wir hier noch durch? Warte mal, wir brauchen mal kurz hier die Parkbegrenzung. Ja, das passt. Hier können wir nämlich noch durchfahren mit der Bahn. Dann hat man hier nämlich so einen kleinen Aufgang für die Dinos später. Ich hoffe, das kann man hier noch vernünftig anheben gleich. Das wird schwierig. Wobei, wenn man hier überglättet, dann geht das eigentlich. Dann noch die ein oder andere Pflanze da später hin. Doch, das ist in Ordnung. Müsste man vielleicht dann nochmal anheben und dann mit dem Tool nochmal überglätten. Das will ich eh noch spannender gestalten hier. Und es geht eigentlich klar. Dann können die da oben essen. Hier ist dann der Gang hoch. Der darf dann natürlich auch nicht so steil sein. Aber ich will auch noch mehr Felsen hier hinballern. Und zwar hier vielleicht nochmal so eine Reihe vorsetzen. Das wäre auch ganz cool eigentlich. Ungefähr so. Schwebt der? Wenn der so leicht schwebt, das kann man noch beheben später mit dem Terrain-Tool, indem man das Ganze anhebt. So weiter. Ist eigentlich immer ganz okay dann. Aber ihr seht schon, das geht schon in eine interessante Bergform. Wenn wir das mit dem Terrain-Tool gleich noch anpinseln, mit Felsuntergrund und ein paar Büschen und so, dann wird das, glaube ich, ziemlich spannend werden. Genau das möchte ich erreichen. Das ist so das Ziel davon. Hier vielleicht auch nochmal so ein Felsen hin, damit das nochmal spannender aussieht. Ich finde ja auch diese gemoddeten Felsen echt cool, weil man die so ein bisschen ineinander platzieren kann. Dadurch entstehen sehr interessante Gebilde, die auch immer anders aussehen. Wäre cool, wenn man noch mehr Auswahl hätte, was Felsen angeht, verschiedene. Dann könnte man noch mehr sich austoben, was solche Felsgebilde angeht. Aber naja, man kann nicht alles haben. Machen wir hier nochmal einen hin. Sehr schön. Sieht schon spannend aus. Gefällt mir wirklich gut. Hier hinten kann auch noch was hin. Vielleicht so ein Felsen. Hier so nach unten mal. Den haben wir noch gar nicht benutzt. Wie nah können wir denn hier ran? So ungefähr. Das sieht doch schon ganz gut aus.
Hier auf die Seite müsste eigentlich auch noch was hin. Haben wir dann einen Felsen, den wir... Ach nee, der ist der Baum. Mit so einem Felsen einfach. Ja, das können wir eigentlich machen. Haben wir hier so ein bisschen Variation drin. Okay, das sieht doch schon mal super interessant aus. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt hier auch noch den einen oder anderen Baum zwischenkriegen. Stellen wir da eigentlich so Redwood-Trees vor, wenn ich ehrlich bin. Weil die finde ich echt passend in so Felsgegenden. Weiß nicht warum, aber das gefällt mir mal ziemlich gut. Oh, die kann man sogar echt nah daran platzieren. Das ist ja cool. Sieht denn gut aus vom Boden her? Von der Connection? Ich glaube schon. Das sieht, glaube ich, ganz ordentlich aus. Hier vorne bietet sich natürlich noch an. Dann machen wir, glaube ich, erstmal eben den so einen größeren Baum hin. Dass das dann hier auch so ein bisschen kantig und so wird, das macht rein gar nichts. Soll ja eh im Berg sein und dann macht das ja nicht wirklich die Optik kaputt. So, hier vielleicht noch einen hin. Können wir uns dann natürlich auch später noch mehr austoben. Hier würde sogar auch noch einer hingehen. Schon ziemlich cool, ne? Da können die dann fressen oben. Kriegen wir hier noch einen zwischen? Das wäre nice. Hier geht einer hin. Überleg gerade, ob wir da nicht vielleicht nochmal einen größeren hinmachen. So ein. Ja, warum nicht? Der hier kann einfach weiter oben anfangen. Ihr seht, was ich meine, ne? Weil der hier mir jetzt auch nicht so ganz gefällt von der Positionierung. Ich glaube, der könnte noch ein bisschen... Wir nehmen mal den anderen. Ist das der andere? Ich weiß es nicht. Könnte noch so ein bisschen rein. Aber ansonsten sieht das doch schon echt super interessant jetzt aus. Als nächstes kümmern wir uns jetzt mal um den Streckenverlauf, dass der hier auch vernünftig lang läuft. Schön hier am Rand, aber nicht zu schräg, das ist wichtig. Also wir dürfen nicht zu weit an den Rand gehen, weil am Rand wird es halt, je weiter wir an den Rand gehen, desto schräger wird es wahrscheinlich später, weil es da halt hochgeht am Rand. Das möchte ich so gut wie es geht versuchen zu vermeiden. Aber das passt hier schon ziemlich perfekt, dass wir hier hinten lang gehen können. Oh, Baukosten verbaut. Das ist aber nicht so nett, liebes Spiel. Müssen wir mal einen kleinen Bogen hier machen. Aber das kriegen wir alles hin. Boah, ich glaube, das wird richtig interessant, diese Fahrt. Können wir eigentlich schon erstmal so zu Ende connecten. So sieht das Ganze jetzt hier in diesem Gehege aus. Ist, glaube ich, relativ spannend. Das hier könnten wir nochmal ein bisschen überarbeiten. Das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn wir... Da müssen wir das hier einmal zu einmal connecten. Zu einmal zu connecten. Geiler Satz. Deutsch ist wieder am Start. So. Genau, weil ich würde hier gerne nochmal einen etwas größeren Bogen fahren, aber auch nicht zu nah an den Felsen ran oder an den Berg ran. Wäre cool, wenn hier nämlich noch so ein Wasserbereich wieder hinkommt. So gefällt mir das schon um einiges besser. Weil ich stelle mir vor, dass immer Wasserbereiche in solchen, ja, Schienenkreisen, wie nennt man denn sowas, hogeln, kommen. Also hier kommt auf jeden Fall Wasser rein, hier kommt Wasser rein und vielleicht noch ein dritter kleiner Wasserbereich, wo ich jetzt noch nicht weiß, wo der hin soll. Aber dadurch werden halt die Dinosaurier immer an die Strecke gelockt, was ich cool finde. Und was ich mir da auch ein bisschen hoffe, gucken, ob das auch zustande kommen wird, ist, dass die Sauropoden zum Beispiel hier stehen und mit dem Hals dann hier über die Strecke zum Wasser gehen, dass man sozusagen unterm Hals durchfährt von den hier, Argentinosauren oder was wir auch immer gleich dann noch reinpacken werden in das Gehege. Das wäre echt ein Traum, weil das finde ich immer so toll, wenn man unter einem Hals von einem Sauropoden durchfährt. Das ist unglaublich cool. Und wenn man das irgendwie erreicht bekommt, dass das zumindest die Chance oder dass man zumindest die Chance darauf hat, dass es zustande kommt, das wäre schon nice. Das wäre richtig cool. So, hier auch noch Wasser hin. Ich mache auch gar nicht zu große Wasserbecken. Okay, hier an der Strecke haben wir zwei kleine Wasserbecken. Eigentlich reicht das schon. Das sind jetzt, ja, eigentlich sind es drei Wasserbecken. Sollte eigentlich für das Gehege mehr als ausreichen. Vielleicht können wir in dieser Ecke auch nochmal so einen kleinen Berg oder sowas machen. Müssen wir natürlich schauen mit dem Zaun, dass das nicht zu krass wird. Also in dieser Folge werden wir uns hier in diesem Gehege wahrscheinlich ziemlich austoben. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das doch nochmal hier ein bisschen umzubauen, damit ich hier mehr Bäume hinbekomme.
Weil es ist ja immerhin ein großes Pflanzenfressergehege und dann wäre es eigentlich ideal, wenn das auch schön begrünt ist. Aber ich hätte so gerne mit mehr Höhenunterschieden gearbeitet. Aber dann kann man wieder die ganzen Objekte nicht platzieren vernünftig. Ach, das ist immer so, ist so doof. Also auf so eine Baubegrenzungsaufhebungsmod, kann man das so nennen, darauf hoffe ich noch sehr. Also so eine Mod, die diese ganzen, also dieses Rote einfach aufhebt, dass man überall alles platzieren kann, auch ineinander und sowas. Dadurch könnte man halt viel coolere Felsen und Klippen bauen. Das würde so viel ausmachen. Aber da habe ich leider keine Ahnung, wie man sowas selber erstellt. Also wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der dazu fähig ist, tu es. Mache diese Mod. Die würde uns sehr helfen, eine coole Variation zu machen. Ich kann hier nämlich nicht mal einen Baum zwischenmachen. Immer so problematisch, dass man da so viele Probleme hinbekommt mit dem Platzieren. Einfach nur traurig. Einfach nur sehr traurig. Sieht aber trotzdem jetzt interessant aus. Man könnte ja versuchen, hier noch einen normalen Baum zwischenzukriegen oder so. Ja, die sind natürlich... Der geht eigentlich klar hier. Wenn ich den... Ja, wegkriege. Den lasse ich dann da. Der ist ganz cool hier auch vom Stamm direkt an den Felsen. Später, wenn wir hier noch begrünen und mit dem Terrain-Tool und so uns ein bisschen austoben, dann wird es eh nochmal spannender werden. Wenn wir mehr so Büsche und sowas zwischen sind. Ihr seht schon, das macht schon viel aus, ne? Das wird schon eine coole Ecke. Kommt man hier nämlich rausgefahren, fährt erstmal hier rum. Ist hier huckelig? Ne. Fährt hier rum, dann kommt man hier hin. Hier müssen wir auch noch gucken, dass wir irgendwie hier so eine Sichtbegrenzung machen. Weil ich finde es immer doof, wenn man von hier schon den weiteren Streckenverlauf sieht. Also zumindest, dass hier ein paar Bäume oder so vor sind. Das wäre cool. Oder natürlich nochmal die ein oder andere Klippe. Soll ja sowieso ein sehr klippenlastiges Gehege werden. Okay, es sieht doch ganz gut aus. Wenn wir das dann noch begrünen vernünftig, dann könnte es echt spannend werden. Hier könnte auch wieder ein Futterspender noch hin. Perfekt. Also finde ich zumindest von der Platzierung, dass das ganz gut passt. Wenn das dann... Oh, passt sogar. Ich wollte mich gerade beschweren. Wenn es dann hier platztechnisch hinpasst. Ich glaube, ich mache hier sogar mal so einen großen Futterspender hin. Das ist cool. Bleibt dann auch bei meinen Redwood Trees, dass ich die noch mehr verwende. Aber ich werde auch ein paar normale Bäume verwenden. Also werden nicht nur Redwood Trees verwenden. Ich glaube, ich werde eher so... Wir machen das, glaube ich, so, dass hier in diesem Gebiet, wo die Felsen sind, so hart, dass wir da viele Redwood Trees verwenden. Oder Mammutbäume heißen sie auf Deutsch. Machen hier auch noch welche zwischen? Das wäre schon cool. Liebes Spiel. Kann man hier ins Wasser platzieren eigentlich? Ah, geht sogar. Sehr gut. Können wir den da lieber hinmachen. Jetzt noch großen hier oben oder so hin. Das wäre ideal. Ich denke mal, ich werde auch gleich anfangen, viel rauszuschneiden bei dieser Gestaltung. Ihr habt jetzt ja ungefähr gesehen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Aber das ist halt echt immer so ein bisschen rumprobieren und geht halt immer unnötig in die Länge. Und jetzt ist das Wasser kaputt gegangen. RIP. Ja, Leute, deswegen denkt immer daran, zu speichern. Das ist wirklich verdammt wichtig, wenn man sowas kaputt macht. Sonst muss man das einfach wieder neu bauen. Das ist, geht zwar auch. Ich finde sogar, ich habe es jetzt so ein bisschen schöner gelöst mit dem Wasser. Ist aber dennoch ziemlich nervig. Eine falsche Platzierung oder einmal falsch das Terrain angehoben und zack, alles kaputt. Oh, da geht sogar noch ein Baum hin. Okay, das ist doch ideal. Das gefällt mir ganz gut. Hier vorne kommt nochmal ein kleiner Pflanzenfresser-Futterspender hin, damit die Leute auch durch den Zaun schauen können. Ich glaube, ich werde den Zaun auch noch ein bisschen interessanter ausschmücken, so. Mit so ein paar Gucklöchern oder so. Das wäre, glaube ich, echt cool. Wie wäre das denn, wenn man zum Beispiel da, wo Futterspender sind, einfach so ein paar Bereiche macht, wo man durchgucken kann. Wäre, glaube ich, ziemlich cool. Und wo, dass man nicht überall durchgucken kann. Ich will auch gar nicht Strom eigentlich nehmen. Also ich nehme, denke ich mal, den hier, den normalen. Stromzaun macht da eh nicht so viel Sinn. Den könnten wir uns wahrscheinlich auch sparen, das Stück da. Müssen wir hier auch nochmal verbinden. So. Und hier könnten wir auch ein Stück draus machen. Ja. Ideal. Dann hat man halt hier solche paar Bereiche, wo man durchschauen kann. Das finde ich eigentlich ganz cool. Müssen wir dann gucken, wie wir das genau handhaben. Von der Gestaltung her. Dann ist man auch ein bisschen mehr gezwungen, in die Jurassic Tour zu gehen oder in diese
Bereiche, wo man gucken kann. Oder die extra dafür gemacht sind, wo man auch schauen darf. Hier in solche Bereiche halt, meine ich damit. Ist auch so ein bisschen der Sinn. Ich finde das eigentlich ganz cool so. Machen wir hier so zwei normale, umgefallene Baumstämme hin. Geht nicht anders. Sieht dann halt mal ein bisschen trocken aus an der Stelle. Aber das macht ja nichts. Wäre schön, wenn wir zumindest hier noch ein paar Bäume hinbekommen. Ja, das geht. Dieses Baumtool ist halt auch so schrecklich. Wir brauchen ein neues Jurassic World Evolution. Was glaubt ihr denn, Leute? Meint ihr, es kommt nochmal ein Update raus für JWE? Oder meint ihr, es wird einfach ein neuer Teil rauskommen irgendwann? Ich bin ja mittlerweile eher der Überzeugung, dass hier nichts mehr rauskommt für das Spiel. Und wir eher mit einem Jurassic World Evolution 2 rechnen können. Was ja vielleicht auch nicht schlecht für uns ist. Weil ich weiß nicht, ob die das Spiel noch so hart verbessern können, dass wir glücklich sind oder glücklich werden. Weil ohne Mods wäre das Spiel halt schon ausgestorben, habe ich ja schon öfter gesagt. Und das ist auch meiner Meinung nach wirklich Fakt. Weil ich hätte zum Beispiel persönlich kein Interesse mehr zu spielen, wenn es keine Mods geben würde. Weil Mods, die machen das Spiel wenigstens nochmal interessant. Wobei man sich dann trotzdem mit diesen Sachen rumquälen muss, die echt unnötig sind für die Gestaltung. Naja, was will man machen, ne? Was will man machen? Hier kommt auch nochmal ein Futterspender hin. Das ist aber auch ein spannendes Thema. Weil jeder wünscht es sich. Also ich finde mir... Oh, so ein neues Jurassic World Evolution wäre schon cool. Wäre natürlich auch cool, wenn die einfach das hier vernünftig machen, dass das spielbar ist, aber... Ein neues Spiel wäre wahrscheinlich sogar noch besser für uns. Weil die Dinosaurier an sich und so und die Grafik und bei dem Spiel ist ja echt cool, ne? Aber die Baumöglichkeiten sind halt wirklich unterirdisch schlecht. Ja, mit Mods können wir vielleicht ja nochmal darauf hoffen, dass wirklich so eine Mod kommt, die diese Baubegrenzung aufhebt zumindest. Das wäre ja schon mal ziemlich cool. Das würde, glaube ich, schon enorm helfen, dass das Ganze interessant ist. Hier kriege ich zum Beispiel auch keinen Busch mehr unter. Ihr wisst, was das heißt. Wir haben keine andere Wahl. Oh, Palmen könnten wir auch noch machen. Weil ich aber hier nicht so viele Palmen reinmachen möchte in das Gehege. Dann machen wir einfach Baumstämme hin. Wen interessiert's? So, wunderschön. Da auch nochmal Baumstämme vor. Hier will ich gar keine vormachen. Müssen wir aber nochmal gucken mit dem Zaun. Spaß macht das Spiel ja trotzdem. Ne? Also ich will jetzt auch nicht zu sehr meckern. Aber ich denke mal, ihr könnt schon verstehen, was ich damit meine, ne? Also es ist halt teilweise echt schon ein bisschen nervig. Aber was willst du machen? So finde ich das eigentlich ganz cool. Wenn man da mit der Strecke lang, kriegen wir auf der Seite auch noch ein paar Felsen hin. Das wäre ideal. Wird aber, glaube ich, schwierig. Das wird schwierig. Doch die Höhenunterschiede sehr enorm. Kann man zum Beispiel auch gar nichts mehr hin platzieren. Werden wir hoffentlich noch den einen oder anderen Baum hinkriegen. Wäre auch schon mal was Schönes. Oh, sogar da oben kriegen wir einen Baum hin. Das sieht auch cool aus hier, dass das so rüberragt. Finde ich sehr gut im Spiel. Manchmal hat man auch echt Glück und ist zufrieden. Das wiederum gefällt mir halt nicht, weil der Baumstamm im Felsen so anfängt. Da achte ich dann halt auch drauf. Das sind zwar alles so Pingeligkeiten und Kleinigkeiten, ich weiß, aber ich finde es schon wichtig. Der hier sieht zum Beispiel besser aus, der Baum, der kann auch bleiben. Oh, hier müssen wir jetzt auch nochmal allgemein so ein bisschen Landschaftsgestaltung machen. So, ab diesem Punkt habe ich mich dann entschieden, das Ganze für euch im Speedbild aufzunehmen, also das Ganze vorzuspulen. Ihr seht es im Hintergrund jetzt in fünffacher Geschwindigkeit. Ich habe mir so gedacht, das ist eigentlich so ein bisschen die bessere Variante und angenehmer zum Schauen für euch, weil das jetzt sehr viel hin und her ist, also mit Landschaft anheben, senken, Bäume platzieren, entfernen, wieder entfernen. Platzieren und so weiter und so fort. Also ihr wisst, was ich meine. Und sehr viel hin und her und dann ist es, glaube ich, wirklich angenehmer, wenn das Ganze für euch ein wenig beschleunigt ist. Ich glaube, ich werde in Zukunft sowieso, wenn ich solche Bauprojekte mache, ein wenig mehr im Speedbuild arbeiten, weil ansonsten einfach die Videos zu lang werden und wir sonst auch nicht so vorankommen, wie ich es gerne wollen würde. Also wenn wir das Ganze im Speedbuild machen, kommt man logischerweise in einer Folge ein bisschen schneller voran, weil man dann halt mehr schafft. Vor allem, weil wenn ich zum Beispiel auch nur baue und dabei nicht rede, bin ich auch schneller im Bauen. Und das Reden kann ich dann im Nachhinein im Schnitt machen, so wie ich es jetzt gerade auch mache.
Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr angenehmer findet, ob das Ganze ganz normal weiterlaufen soll, so wie ich es jetzt auch schon handhabe, oder ob ihr so Speedbuilds, wie es jetzt gerade im Hintergrund ist, dass ich im Hintergrund baue und da ein bisschen drüber rede, ob ihr das cooler findet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, damit ich da schon mal Bescheid weiß. Jetzt fange ich an, hier im Hintergrund den letzten Feinschliff zu machen, nämlich das Terrain anzupinseln. Dabei finde ich es immer besonders wichtig, dass man die verschiedenen Untergründe immer mit so ein bisschen miteinander vermixt, dass es nicht gleichmäßig aussieht und schön natürlich aussieht, auch mal so ein paar interessantere Stellen mit reinbringt, die dann irgendwie trockener sind oder wo man zum Beispiel Erde platziert, wo dann die Dinosaurier häufig durchlaufen durch solche Engpässe oder Wege oder bei halt Futterspendern. Das ist ja logisch, dass die Dinos da immer oft hinlaufen. Da finde ich es auch mal ganz cool, wenn man das dann so ein bisschen trockener gestaltet. Aber da kann man sich eigentlich immer relativ viel austoben. Ihr seht ja auch, das ist echt ein Hin und Her. Ich bepinsel was und pinsel es dann nochmal über und dann wieder mit der nächsten Textur, sodass sich das alles so in einem Guss vermengt und dann natürlich und spannend aussieht. Und ja, ich denke mal, das haben wir relativ gut hinbekommen. Und zu guter Letzt dürfen natürlich die Pflanzen und Büsche, die man noch am Ende platzieren kann, nicht fehlen. Das klappt ja auch mittlerweile ganz gut, weil man hat 5 zur Auswahl und die kann man auch miteinander vermengen, um mehr Büsche an bestimmten Stellen zu erreichen. Das ist auch mal ganz cool und ja, das habe ich hier nochmal schnell gemacht. Und natürlich lassen wir in dieser Folge auch noch neue Bewohner für unseren Park frei. Als erstes haben wir da einen wunderschönen Torosaurus. Mit einem richtig coolen Skin und Model. Also ganz tolle Mod. Alle Mods sind natürlich wieder unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt, falls ihr da eine sucht. Da solltet ihr hoffentlich alles finden, wenn ich alles richtig gemacht habe. Ich finde das Model echt mega cool. Man sieht jede einzelne Schuppe. Ich finde das auch cool, dass hier solche Augen mit auf dem Panzer oben drauf sind. Im Livestream habt ihr die auch sehr gut gefunden, die Mod. Deswegen habe ich die jetzt hier auch verwendet. Richtig cool. Davon gibt es insgesamt 5 Stück. 4 mit dem normalen Skin und einen, den habe ich ein bisschen bessere Werte gegeben. Der hat nochmal einen anderen Skin. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Aber ich hoffe natürlich dann, dass der das Alpha-Tier wird, weil er halt die besten Werte hat. Aber ob das dann so klappt oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man ein Alpha-Tier hat, was nochmal anders aussieht. Finde ich immer mega cool. Sieht schon nice aus. Okay, lassen wir mal den letzten frei. Die beiden sind hier nochmal normal. Der hat jetzt das Regenwaldmuster. Wie sieht er gut aus? Oh, der ist gleich, oder? Ich glaube, ich sehe keinen Unterschied. Schade. Schade, schade. Gleich von der Farbe? Ja, ne? Ja, das ist der gleiche. Okay, macht ja nichts. Also ist ja gar nicht schlimm. Ich lasse jetzt noch eben schnell die anderen beiden frei und dann kommen auch noch neue, weitere Bewohner. Und das sind 3 Amagasaurus oder Sauren. Finde ich auch ziemlich cool. Halt ein relativ kleiner Sauropode mit so einem sehr interessanten Segel am Hals. Habe ich so vorher auch noch nie gesehen. Aber ihr meintet im Livestream, dass es ihm wirklich so gab. Und dass die Mod sehr cool sein soll. Deswegen habe ich mich dazu entschieden. Och, toller Skin. Cool aus mit dieser rot-pinken Farbe. Also eher pink. Oder rosa. Was auch immer. Sieht schon cool aus, ne? Cooler Dino. Kommt übrigens für den Nigersaurus ins Spiel. So, da habe ich auch 3 Stück. 2 mit dem Standard-Skin. Und den anderen wieder modifiziert mit einem anderen Skin. Der dann hoffentlich ein wenig, oder das Alpha-Tier wird. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich finde den mega cool. Der ist auch gut umgesetzt hier vom Segel, wenn ihr mal die Bewegung und so anguckt. Das ist, glaube ich, nämlich gar nicht so einfach, wenn man die Mod, so eine Mod erstellt, dass das hier mit so einem Segel vernünftig aussieht.
wenn sich der Hals bewegt und so. Sieht schon Hammer aus. Cooler Dino. Und da kommt der letzte mit dem lebhaften Muster. Oh, ich glaube, ich habe doch nur den Skin geändert. Da waren, glaube ich, gar keine verbesserten Werte. Hab ich das wieder vergessen? Wow, der sieht aber cool aus. Kommt leider ohne Musik, aber das macht ja nichts. Machen wir die einfach. Ne, lassen wir das. Das schaltet ihr gleich alle aus. Der sieht aber auch cool aus. Blau-orange. Ein bisschen weiß. Hammer, Dino. Hammer-Mod. Und da guckt er uns an. Sehr, sehr cool. Also, die drei lassen wir auch noch frei. Die bringe ich jetzt ganz schnell rüber ins Gehege. Unsere neuen Dinosaurier sind jetzt in ihrem Gehege angekommen. Und die brauchen noch schöne Namensvorschläge von euch. Die Argentinosaurier, die beiden natürlich nicht. Die haben schon Namensvorschläge aus dem Livestream. Nämlich die beiden Geburtstagskinder. Allerdings haben wir natürlich noch weitere hier. Oh, da sind sie sogar gerade. Nebeneinander. Wir haben insgesamt 5 neue Torosaurier. Die brauchen Namensvorschläge. Das sind diese hier. Wunderschön. Und natürlich 3 Amagasauren. Das sind diese wunderschönen kleinen Sauropoden mit dem tollen Segeldarmhals. Also falls ihr da eine coole Idee habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Oder falls ihr selbst verewigt werden wollt, das geht natürlich auch. Dann schreibt einfach rein, benennt einen bitte nach mir oder sowas. Ich lose das dann wahrscheinlich aus und mit etwas Glück könnt ihr euch dann hier in meinem Parkbauprojekt verewigen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns nochmal das Gehege kurz von oben an. So sieht das Ganze aus, was wir heute gebaut haben. Ist ganz schön groß geworden, ganz schön viele Felsen, ganz schön viele Bäume. Aber so habe ich es mir auch vorgestellt. Ich glaube, diese Tour, die wird richtig interessant. Die werden wir am Ende dann mal fahren gemeinsam, wenn ich dann den Park fertig habe. Und da bin ich echt gespannt. Ich glaube, die ist richtig cool. Es kommen auch noch weitere Dinosaurier hin, das große Pflanzenfressergehege. Das war noch nicht alles. Die werden wir dann aber nächste Folge freilassen. Aber ich glaube, wir haben schon sehr gute Arbeit hier geleistet. Falls ihr das auch findet, würde ich mich über ein Like freuen. Ja, ich bin mehr als zufrieden. Das sieht schon alles ziemlich interessant aus. Und ja, das soll es mit der heutigen Folge Fully Modded Parkbauprojekt von Jurassic World Evolution gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.